Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem Video von mir. Heute zeige ich euch die wichtigsten Cheats für die Sims 4. Wir sind hier in einem wunderbaren Haushalt und als erst beginnen wir damit, wo gibt man Cheats ein? Dazu müsst ihr die Cheat-Leiste öffnen. Und wie öffnet man diese? Wenn ihr auf einem Windows-Rechner spielt, dann müsst ihr Steuerung, da steht STRG drauf, plus Shift, das ist die Großschreibetaste, plus C drücken. Und dann öffnet sich die Cheat-Leiste. Beim Mac müsst ihr statt Steuerung CTRL drücken. Damit öffnet ihr dann das Cheat-Fenster. Fangen wir an mit dem Alleskönner-Cheat. Das ist Testing Cheats True. Da schreibt man Testing Cheats True. Dieser Cheat hat einfach unglaublich viele Seiten. Und zwar, wenn ihr dann zum Beispiel mit Shift gedrückt, also auch mit der Großschreibetaste, auf einen Sim drauf drückt, habt ihr ein paar mehr Optionen. Zum Beispiel könnt ihr die Bedürfnisse von jemandem cheaten und die ganzen Bedürfnisse dort unten einmal glücklich machen. Man kann an der Uni einschreiben, man kann beim Bowlen schimmeln oder so. Hier seht ihr ganz, ganz viele Sachen. Ihr könnt öffentliches Ansehen, ihr könnt den Ruf einstellen, ihr könnt einen höheren Ruf machen. Das ist einfach der ultimative Alleskönner-Cheat, den man auch für sehr, sehr viele andere Cheats braucht. Deswegen würde ich euch raten, diesen Cheat immer aktiviert zu haben, wenn ihr andere Cheats benutzt. Dann kommen wir jetzt zu dem Geld-Cheat, den ich für euch habe. Es gibt natürlich mehrere, aber den ich benutze, das ist einfach, dazu müsst ihr einfach Money, dann Leerzeichen, dann könnt ihr die beliebige Zahl eingeben. Keine Ahnung, ich möchte jetzt einmal diese Zahl und dann haben wir diese Zahl im Konto. Dazu muss eben auch Testing Cheat 2 aktiviert sein. Dann kommen wir jetzt zu den Baumodus-Cheats. Dazu wieder einmal Cheat-Fenster öffnen. Natürlich der bekannteste ist der BB Move Objects Cheat. Den, denke ich, kennen die meisten von euch. Und zwar könnt ihr dann Sachen ineinander platzieren. Normalerweise, wenn zwei Sachen sich überschneiden, werden diese rot. Aber in diesem Fall könnt ihr diese einfach aufeinander, ineinander, beliebig platzieren, ohne dass es rot wird. Der nächste Cheat ist der BB Show Hidden Objects und BB Show Live Hidden Objects Cheat. Damit eröffnet ihr den Debug. Das ist eine Handvoll weiterer Objekte, die zum Beispiel hier rum sind. Wenn wir hier ganz uns Blue Bay angucken, seht ihr hier Bäume. Diese Bäume findet ihr nicht bei den normalen Pflanzen, sondern im Debug. So nennt sich das Ganze. Und zwar gibt es dann einmal den BB Show Hidden Objects Cheat, da werden kleinere Gegenstände freigeschalten, zum Beispiel Kaffeetassen, Stifte und so weiter. Und dann gibt es den BB Show Live Edit Objects Cheat. Damit werden eben diese Weltenobjekte freigeschalten, zum Beispiel Gras, Bäume, aber auch Sachen wie ganze Gebäude. Um diese Sachen sehen zu können, müsst ihr einfach nur Debug in der Suchleiste eingeben und dann auf eins dieser Dinger drücken. Nicht das ganz oben, sondern auf irgendeins. Keine Ahnung, wir nehmen das hier. Und dann habt ihr Zugriff auf den ganzen Debug. Und hier sind wir auch schon. Und ihr seht schon, hier gibt es richtig viele Sachen. Zum Beispiel Autos. Und den könnt ihr natürlich nicht fahren. Aber es gibt hier ganze Häuser, die ihr einfach so, die kann man nicht reingehen, aber die ihr einfach so platzieren könnt. Es gibt so, so coole Sachen. Es gibt auch etwas, ja, komische Sachen. Es gibt Zäune, es gibt Tomaten. Kann ich auch noch mal ein bisschen durchscrollen. Es gibt hier so coole Sachen. Und ich würde auf jeden Fall euch allen empfehlen, einmal das hier auszuprobieren. Manchmal will man eine dieser Tische da unten benutzen, aber hat einfach keine Lust, die Karrieren dafür zu spielen. Dafür gibt es natürlich auch einen Cheat. Und zwar ist es der BB, Achtung, der ist ziemlich lange. BB Ignore. So, nachdem wir das gedrückt haben, müssen wir einmal ganz kurz weggehen und dann wieder hingehen. Und ihr seht, ihr könnt jetzt die Sachen, die davor gesperrt waren, einfach so benutzen. Das ist mega cool, vor allem wenn ihr mal viel bauen wollt und einfach nicht diese Beschränkung durch Karrieren haben wollt. Der nächste Cheat ist perfekt für alle Leute, die Screenshots gerne in Sims machen. Und zwar bekommt ihr dadurch diesen nervigen Plumber weg. Und zwar müsst ihr dazu eingeben. Dann seht ihr, der Plumbob ist weg. Das ist auch bei anderen Sims so. Diese Gruppensymbole sind nicht da. Das ist ziemlich cool. Und um das Ganze wieder anzumachen, müsst ihr einfach... Und auf einmal ist der Plumbob wieder da. Manchmal wollen Sims einfach mal umziehen. Und dann ist es immer verständlich, dass man sich als Zimmer was gönnen will und in diese wunderbare große Villa ziehen möchte. Aber wir haben leider nicht genügend Geld. Und ich möchte mir jetzt aber sparen, jetzt nochmal zurückgehen und mir dort Geld zu cheaten. Sondern ich mache das einfach viel einfacher. Und zwar Free Real Estate und danach On.
Jetzt könnt ihr alle Grundstücke kostenlos bekommen. Kann mir einfach irgendeins aussuchen, vielleicht auch in Delta Valley eine Villa. Ich kann sie einfach nehmen, denn sie kostet für mich nichts. Und das Gute ist, es wird mir auch kein Geld dabei abgezogen, sondern es ist einfach sozusagen gratis. Wenn man so allein in einem Tiny House auf dem See wohnt, ist es ja schon verständlich, dass man auch mal seine Freunde besuchen will. Aber wenn wir ehrlich sind, diese Häuser sind meistens nicht ganz so schön. Ich würde jetzt gerne etwas umbauen, aber ich habe keine Lust, um an Welten verwalten zu gehen. Dafür gibt es zum Glück auch einen Cheat. Einmal wieder Cheat-Leiste öffnen. Und dann gibt es den Bibi Enable Free Build Cheat. Dadurch ist der Baumodus jetzt aktiviert und ihr könnt draufklicken und das Haus umbauen. Das Ganze funktioniert auch bei Gemeinschaftsgrundstücken oder auch Sachen wie das Krankenhaus, das Wissenschaftslabor oder die Polizeistation, wo man arbeiten kann. Dort könnt ihr auch in Reisen dann diesen Cheat angeben und das Ganze umbauen. Und jetzt, wo wir hier schon mal sind, kommen wir auch schon zum letzten Cheat. Und das ist ein Cheat, kennt man ja auch die meisten von euch. Und zwar, wenn man in Create a Sim geht, kann man oft nicht mehr Skins und so weiter bearbeiten. Deswegen gibt es auch einen Cheat dafür. Und zwar ist das der Custom Edit Mode. Wenn ihr das eingebt dann eben in den Creator Sim geht, dann könnt ihr alles bearbeiten, Merkmale bearbeiten, ihr könnt den Körper bearbeiten, ihr könnt das Gesicht bearbeiten, ihr könnt Skins ändern, alles. Und damit will ich mich dann auch schon verabschieden. Danke fürs Zugucken, ich hoffe, es hat euch geholfen und tschüss!